Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie anhand der App Google Maps Ihr Android-Smartphone in ein kostenloses und vollwertiges Navigationssystem verwandeln können. Die App starten Sie über den Eintrag Maps in Ihrem Menü. Anschließend lädt auch schon sofort eine Karte, in der auch Ihre aktuelle Position mit diesem kleinen blauen Pfeil angezeigt wird. Diese Ortung erfolgt über GPS oder über das Internet. Das kann zum einen über WLAN oder über das Handynetz sein. Wenn Sie nun die Navigation starten möchten, so tippen Sie hier unten auf das Routensymbol. In der ersten Zeile können Sie den Ausgangsort angeben. Voreingestellt ist hier mein Standort, Sie können aber auch jeden anderen beliebigen Ort auswählen. In der zweiten Zeile geben Sie das Ziel ein. Das kann auch eine Stadt oder eine Straße sein. Ich nehme hier beispielsweise mal München. Nun können Sie noch auswählen, wie Sie die Strecke bewältigen wollen. Zur Auswahl stehen hier per Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf Navigieren, um die Navigation zu starten. Von Neubaustraße nach Westen Richtung Mühlsteige starten. Wenn Sie GPS-Signal haben, dann hören Sie auch sofort die Stimme, die Ihnen sagt, wohin Sie fahren müssen. Außerdem wird zu Beginn nochmal angezeigt, was Sie als Ziel eingegeben haben. Mit diesen Pfeilen hier können Sie zwischen den Straßen umschalten oder zwischen den Punkten umschalten, an denen Sie abbiegen müssen. Diese Ansicht haben Sie auch, indem Sie auf die Menütaste Ihres Smartphones tippen und anschließend auf Routenliste gehen. Hier werden Ihnen nun alle Punkte angezeigt, an denen Sie abbiegen müssen. Wenn Sie möchten, können Sie in der Karte auch beispielsweise Tankstellen angeben. Dazu tippen Sie wieder auf das Menüsymbol und anschließend auf Ebenen. Hier können Sie nun unter anderem Tankstellen, Geldfilialen oder Restaurants auswählen. Ich nehme jetzt hier mal die Tankstellen. Und schon wird hier auch eine Tankstelle angezeigt. Eine weitere interessante Ebene ist die Satellitenebene. Diese ist vor allem für Fußgänger wichtig, da diese sich womöglich mit den Satellitenbildern besser zurechtfinden als mit diesen einfachen Straßenkarten. Wenn Sie mit der Route, die vom Navigationssystem vorgeschlagen wird, nicht einverstanden sind, so tippen Sie wieder auf das Menüsymbol Ihres Smartphones und anschließend wählen Sie Routen und Alternativen aus. Hier wird Ihnen jetzt nochmal die aktuelle Route angezeigt. Wenn Sie diese ändern möchten, tippen Sie hier unten auf das Symbol mit der durchgezogenen Linie und der gestrichelten. Anschließend werden Ihnen hier zwei weitere Routen angezeigt. Diese können Sie zum einen durch Tippen auf die Routen selbst oder durch Tippen auf den jeweiligen Eintrag oben in der Leiste auswählen. Hier werden Ihnen auch nochmal die Straßen angezeigt, welche befahren werden. Wenn Sie mit der neuen Route einverstanden sind, so tippen Sie hier unten auf den blauen Pfeil, um die Navigation zu starten. Sie können dem Navigationssystem auch bestimmte Vorgaben geben. Dazu tippen Sie wieder auf Routen und Alternativen und wählen Sie anschließend das Optionssymbol aus. Hier können Sie nun angeben, ob Sie Autobahnen meiden oder mautpflichtige Straßen meiden möchten. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Sprachführung de- oder ak- deaktivieren oder aktivieren. Ich empfehle es Ihnen, diese auch zu aktivieren, da Sie dadurch auch nicht so oft auf dem Bildschirm Ihres Smartphones schauen müssen. Wenn Sie auf Ihrem Android-Smartphone noch nach einer Navigationssoftware suchen, so kann ich Ihnen die Google Maps App nur wärmstens empfehlen, zumal sie kostenlos im Android Market erhältlich ist. Einziges Manko ist eigentlich, dass keine Offline-Navigation verfügbar ist. Das bedeutet, dass im Voraus keine Karten auf dem Handy gespeichert werden und Sie immer Internetzugang benötigen, um überhaupt die Navigation benutzen zu können. Außerdem benötigt die App sehr viel Strom, weswegen Sie auch im Auto darauf achten sollten, immer ein Ladegerät dabei zu haben.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.